Sie sind gegen das Impfen, aber soweit ich weiß, gab es früher Epidemien, die mit Hilfe von Impfungen verschwunden sind. Soll man sich gegen Tollwut impfen lassen, wenn man von einem Hund gebissen wurde? In Wahrheit lügen die Ärzte. Die Statistik zeigt, dass in den Gebieten, wo geimpft wurde, die Menschen viel öfter krank wurden und dort, wo nicht geimpft wurde, es viel weniger Krankheitsfälle gab. Es wird einfach nur manipuliert. Wenn der Mensch ein gesundes Leben führt, dann kann ihm nichts schaden. Wenn ein Mensch Rohköstler ist, dann wird sein Immunsystem jedes Virus vernichten, selbst wenn er von einem tollwütigen Hund gebissen wurde. Wenn unser Immunsystem in Ordnung ist, dann ist alles in Ordnung. Wenn es aber zerstört ist, dann ist man natürlich gezwungen, andere Maßnahmen zu ergreifen. Doch für alles muss man zahlen. Impfungen dürfen unter keinen Umständen gemacht werden. Das sind Fremdeingriffe, die uns umbringen.